Recht herzlich willkommen zur 188. Folge von Towns. Ja, letztes Mal Händler gemacht, ne? Und hier sind wir noch mit den Kerzen. Da kommen gerade auch welche und stellen die, glaube ich, schon um. Wunderbar, dann passt das wieder. Aber wie wir sehen, ich glaube, wir müssen das immer überall weiterrücken, ne? Oder? Vertue ich mich hier? Die müssen auch hoch. Sehen wir gleich, wenn die umgesetzt ist, ne? Jo, das heißt überall falsch, auch hier. Unlock. Und da und dort und dort und dahin. Die bauen da gerade noch ab, damit die Kerze auch umgestellt werden kann dann, ne? So, und wenn die da... dann bedeutet das natürlich auch, dass dort die Kerze falsch ist, ne? Machen wir hier gerade auf. Und dann das da auch hin. Da läuft das nämlich auch so. Und hier müssen wir erst den Destroyen, den Stein. Dann hier anloggen. Und dann muss die Kerze natürlich dahin, ne? Hier ist es aber wohl richtig, kann das sein? Schwierig hier zu beurteilen jetzt gerade, ne? Ne, die Kerze ist richtig. Ja, die steht, glaube ich, auch ein tiefer, ne? Die haben wir schon gemacht, die nicht, genau. Ja, hier ist das so, dass wir dann... 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kerze muss hier stehen, alles klar. Unlock. Und dahin. So, das gleiche gilt natürlich für die Kerze da hinten auch. Alle falsch hier gesetzt. Und geht hier dann freundlicherweise weiter, ne? Jo. Läuft. Ja, auch hier ist es so. Unlock. Alle Kerzen hier falsch. Und dahin und auch dahin. Die kommt dahin. Wunderbar, hat er gemacht. Jetzt macht er keine mehr. Da kommt schon der nächste und macht das. Auch schön. Ist die Frage, ob es passt oder nicht. Ich weiß es nicht, ne? Vielleicht haben wir das falsch gemacht. Vielleicht ist es auch richtig. Ich weiß nicht. So, hier ist ja dann... 1, 2, 3. Ja, das wäre passend. 2, 3. Warte mal, dann machen wir erst. Ne, ist noch an. Also 1, 2, 3, 4. Da muss er hin. Und von der anderen Seite läuft das wahrscheinlich ähnlich, ne? Oder? 1, 2, 3, 1, 2. Ah, schade, ne? 1, 2, 3, 1, 2, 3, dann muss da eine Kerze wohl hin. Gut, die hier wird nicht klappen wegen dem Wasser, aber ist jetzt egal. Lassen wir dann so. Okay, hier ist dann 1, 2, 3, 4, dann bedeutet, da muss auch eine Kerze stehen. Ja, und hier... 1, 2, 3... 4. Ist das denn so richtig? Sieht so aus. Das bedeutet, ich glaube, da muss auch eine Kerze hin. Gut. Zwei, drei, vier, aber das ist da sozusagen. Da muss die Kerze hin, ne? Und hier. 2, 3, 4. Da wohl. Okay. Schauen wir weiter. Wie weit klappt das hier so? Hier ist nichts passiert. Das ist auch gut so. Da gibt es noch ein paar Steinchen, die wir da hingesetzt haben. Ja, und hier. Wir sind überhaupt mit Happiness. 68 von 80.
Was macht er jetzt hier noch? Ah, er kriegt immer noch Klamotten. Okay. Ja, läuft aber, ne? Gut. Da läuft... Ah, da ist eine Kerze hingekommen. Guck an. 1, 2, 3, 4. Hier wäre die Kerze zu setzen. Wenn das Wasser verschwinden würde, können wir sie setzen. Aber dann wird sie nicht hingestellt wahrscheinlich, oder? Die nächste Frage, ob sie vom Wasser dann zerstört werden würde. Könnte auch noch sein, ne? Würde mich jetzt brennend interessieren. Aber dafür muss das Wasser erst weg sein. Und zurzeit sieht es nicht so aus, als ob das Wasser verschwindet. Ja, mehr kommt anstatt weniger. Ja. Kann man das Wasser ableiten? Gute Frage, ne? Ja, da kommt noch mehr anstatt weniger momentan. Ja, da können wir wahrscheinlich ewig warten, ne? Tropfen auf dem heißen Stein, sagt man auch dazu, oder wie war das? Ja. Läuft, ne? Jetzt ist weg. Ich glaube nicht, dass einer mit einer Kerze so schnell da ankommt. Dann wird eher das Wasser wieder da sein. Ja. Ja, vielleicht kommt ja einer mit der Kerze runter und stellt sich davor. Das wäre ja schon mal was, ne? Hm. Ja, jetzt ist die Stelle weg. Vielleicht stehen oben schon zig Kerzen und warten darauf, hier hingebracht zu werden, ne? Okay, Wartezeit vorbei. Hoch. Gucken, was hier so passiert. Unsere Mauer hier hinten. Bis auf einen Stein fertig. Auch interessant. Ne, das war verkehrt. Einen zurück. Dahin. Dort. Und dann da. Dann ist die schon fertig. Okay. Das läuft. Hier konnten sie rüberlaufen. Ne? Ich weiß nicht, ob sie es immer noch können. Muss man nochmal gucken. Auf jeden Fall war die Treppe, die Mauer bis zur Treppe hier sicher, weil die gingen hier drauf und mussten da rum, um wieder runterzukommen. Also bis dahin ist auf jeden Fall sicher. Ja, und hier oben sieht's auch interessant aus, ne? Keiner weiß so wirklich, wie viele Etagen das hier sind. Ich glaube, 2 passen schon. Müssten sein. Ja, ist genau jetzt 2. Das ist die eine Stufe. Aber hier fehlen noch ein paar, dann haben wir auch 2 Stufen. Gehen wir hier zurück. Bis aufs Holz. Also haben wir schon. Und dann bis zur Ecke. Aufsetzen. Und hier ist es genauso. Und da geht's genauso. So. Jetzt verstehe ich hier nicht so ganz, was da ist. Ja, da fehlt alles, ne? Ich glaube, wir müssen bis dahin auf jeden Fall bauen. Und hier, weiß ich auch nicht, dieses Treppenhaus. Müsste dann da noch Steine haben, genauso wie da, um dass die erste Etage erstmal fertig ist. So, die bauen dann da weiter. Achso, hier war ja dieses Gedönse. Die Mauer müsste eigentlich jetzt hier so durchgezogen werden. Machen wir mal. Wir erweitern da erstmal nicht. Gut, Steine werden auch noch hier hochgebracht. Sehr interessant. Lager füllt sich. Hier ist ein weniger drin. Was macht unsere Mauer hier? Die ist fertiggestellt worden. Auch sehr schön. Ist die Frage, wie es hier ist.
Ja, hier weiß ich jetzt nicht, ne? Würde jetzt sagen, mach mal so zu noch. Und hier auf jeden Fall noch drauf, ne, oder? Ja, da weiß ich jetzt nicht, wo da die Mauer ist. Okay, da muss da in der Ecke wahrscheinlich noch einer hin. Machen wir gerade hier nochmal wieder auf Mauer. Da, dort. Da muss mal... Ja, super läuft, ne? Ich glaube, jetzt ist der Stein dann da. Die beiden müssen dahin. Also hier ist definitiv noch ein Defizit an Steinen. Jetzt war das ausgewählt, oder? So. Sollte da jetzt passend sein, oder? Oh, da haben wir jetzt was Falsches ausgewählt gehabt. Sehr schön. Unlock. Den kannst du auch Unlock machen. Das passte nicht. Da haben wir noch Holz im Speicher hier oben gehabt wahrscheinlich. Ja, aber vielleicht wird das da auch gleich weggeholt. Hier weiß ich nicht. Okay. Vielleicht passt das ja soweit. Hier können wir jetzt nicht unbedingt sehen, wo die Mauer ist und wo nicht, weil der Baum nicht weggeht. Okay. Ich glaube, die Mauer kann man da nicht umgehen. Hier sieht es auch, glaube ich, gut aus. Ja, hier weiß ich noch nicht, das war letztens noch so ein Ding, ne? Gut, aber das wird so gut sein. So, hier müssen wir jetzt eine Tür reinmachen, oder? Machen wir da erstmal eine Tür rein. Gucken, ob das geht. So. Hier soll abgebaut werden, geht aber nicht, weil da wahrscheinlich keiner hinkommt, ne? So, dann machen wir das mal so, dass wir da gerade so ein Scaffold hinbauen. Dann können wir den auch abbauen, oder? Gut, Pause. Ball, was? Angriff. Sitcher. Okay, da sind sie. Und jetzt gucken wir, wo sie langflitzen. Interessiert uns ja jetzt brennend. Wo finden die einen Eingang? Da lang gehen die? Okay. Ja, weil da vorne... Ah, da gibt es hier noch einen Malus. Irgendwo da kommen die hoch. Okay. Dann müssen wir da noch was bauen. Ich weiß nicht, wo da das Problem ist. Aber wir machen mal hier... Muss hier sein. Ja. Da ist die Stelle auf jeden Fall, wo sie runter können. Und unsere Leute sind hinterhergelaufen, aber kriegen die natürlich nicht. Dumm gelaufen, ne? Ja, aber da kann man hoch. Gut, das ist schon mal wieder geklärt. Eine Stelle mehr, wo wir wissen, dass es nicht funktioniert. Auf der Mauer kommen wir ja da hoch, ne? Und laufen dann rum, müsste gehen. Da kommt schon der erste Stein. Und der läuft da lang. Und baut ihn wohin? Da hinten. Okay, da kann er aber da lang zurück. Nächster Stein kommt. Okay. Noch einer. Der ist da, kann auch wieder zurück. Jetzt fehlt uns noch einer mit dem Stein, ne? Und das ist die Stelle, wo sie runter konnten, ne? Also der muss da unbedingt hin.
was passiert jetzt. Da kommt er. Also von innen kann man hier runter. Aber das ist ja auch gleichzeitig dann vielleicht ein Fluchtweg, deswegen bauen wir den weg. So, diese Person läuft jetzt hier wieder runter. Okay, passt. Gut, und hier ist natürlich noch schwierig, ne? Ja, jetzt haben wir da natürlich... zwei Steine liegen, die wir hier noch irgendwie verbauen müssen. Passt, und ich will hoffen, dass sie da wegholen. Ah, da kommt jetzt der nächste, okay. Den müssen wir natürlich auch noch wegmachen, da haben wir auch noch was falsch gemacht. Da hinten wird der darauf gehoben und jetzt muss der woanders runter. Okay, die holen die Steine weg, die wir falsch gesetzt haben. Dann wieder das, das. Okay. Muss da lang. Gut. Da muss noch was drauf. Und da muss auf jeden Fall auch noch was drauf. Jetzt weiß ich nur nicht, wo hier die Mauer hin muss. Auf jeden Fall so. Und so, da sitzt noch einer. Es kommt ein Händler, müssen wir weiterlaufen lassen, weil der muss ja erst kommen. Ja, hier geht es noch locker rum. Ich glaube, da machen wir auch noch einen hin und da vielleicht noch zwei. Und da müssen wir nachher mit dem Petrol Point gucken, nochmal, wo das lang läuft oder nicht, ne? Okay. Gut. Da kommt man irgendwo lang, ohne dass man das weiß, wo der lang geht. Okay. Ich weiß nicht, ob das da jetzt richtig ist oder nicht, aber da muss irgendwas hin auf jeden Fall. Ja gut, aber ich würde auch sagen, wir werden uns nächste Folge hier widmen. Ich glaube, jetzt ist auch gerade der Händler da. Kann das sein? Sieht so aus. Ja, dann müssen wir in der nächsten Folge gucken, was der uns hier Schönes mitgebracht hat, was wir gebrauchen können und was nicht. Ne, müssen wir dann mal schauen. Irgendwelche Kerzen sind da auf jeden Fall bei. Gut, dann machen wir das aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.